Gemütlichkeit geht über alles, Mr. Bumble. Das ist mein Wahlspruch. Sie sind eine kluge, wunderbare Frau, Mrs. Mann. Ich trinke auf Ihre Gesundheit. Kann es sein, dass sich etwas Alkoholhaltiges in dieses christliche Heim verirrt hat? Also nun brechen Sie sich mal nicht die Zunge ab, Mr. Bumble, Sir. Es ist Gin. Ich habe ihn sonst nur für die Kinder. Wenn sie fiebern, tun schon ein paar Tropfen Wunder. Und bei dem, was ich von der Gemeinde für die Pflege der armen Dinger kriege, ist der Preis für Gin nicht leicht aufzubringen, das sage ich Ihnen. Das glaube ich, Ma'am. Ihre Bücher sind doch in Ordnung, möchte ich denken. Fehlen noch keine Belege? Wir wollen doch keine Beanstandung haben, Ma'am, morgen vor dem Gemeinderat. Hatten wir die jemals? Gott sei für Frauen ihresgleichen gedankt. Das Leben eines Büttels ist nicht leicht, nicht bei jedem armen Haus, um das man sich kümmern muss. Offen gesagt, Ma'am, ich... Was ist? Was ist? Sie liegt in Wehen, Ma'am. Das Kind muss jeden Moment kommen. Was soll das? Drückt dich klar aus. Die Frau lag vor der Haustür. Ich dachte schon, sie wäre tot. Das Kind muss gleich kommen. Hol den Gemeindearzt. Sofort. Knabe, junge Frau. Doktor, ist sie tot? Ein hübsches kleines Ding. Wo kam sie her? Wer war sie? Sie hat kein Wort gesagt. Wir wissen überhaupt nichts über sie. Ein Jammer für das Kind. Eine Landstreicherin. Arme Kleine. Arme Kleine. Auch Gemeindeweisen brauchen einen Namen, also mal sehen. Alle Findlinge hier haben mir ihren Namen zu verdanken. Ich führe Namenslisten in alphabetischer Reihenfolge. Der letzte war S. Swabble hatte ich mir ausgedacht für ihn. Dies ist jetzt T. Ich werde ihn Twist nennen. Oliver Twist. Arbeitet! Ihr sollt arbeiten! Das ist es. Komm, Dick. Mr. Bumble, ja, kommen Sie doch herein. Kommen Sie. Sie müssen von Ihrem Rundgang müde sein. Ja, tatsächlich. Das Leben eines Gemeindebüttels ist hart. Die vielen Pflichten, die man zu erfüllen hat und die Verantwortung. Ach, diese Bürde. Sie müssen sich ausruhen. Hier, in meinem besten Sessel. Mrs. Mann, Sie sind für mich die Verkörperung von feiner Lebensart und Güte. Ich denke, Sie hätten nichts gegen einen kühlen Schluck. Das muss ich mir leider verkneifen. Ich bin dienstlich hier. Heute, am zweiten Montag des Monats, bringe ich Ihnen Ihre monatliche Vergütung von der Gemeinde. Mr. Bumble, Sie sind so zuverlässig wie Ebbe und Flut. Das ist ein Trost. Oft weiß ich nicht, wie ich allein durchkommen soll. Diese Frage stelle ich mir manchmal selbst, Mann. Selbst ich. Wie viele Jahre ist es her, seit Mr. Mann diese Welt verlassen hat? 25. Seinesgleichen werde ich nie mehr finden. Das gab es nie für mich, eine Mrs. Bumble. Heiliger Vater. Nein, wie trostlos. Mein Leben war nicht immer eitel Sonnenschein, Mann.
Armer Mr. Bumble. Ja, das darf man wirklich sagen, Ma'am. Ich bringe das lieber in meine Geldkassette. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Sie brauchen es nicht zu zählen, Ma'am. Mr. Bumble, ich vertraue Ihnen doch. Abendessen, was sagen Sie dazu, Mr. Bumble? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn wir zusammen sind. Wie auf Flügeln, Ma'am. Heute gibt es Rostbraten aus der Keule. Sie leisten mir doch Gesellschaft. Wie könnte ich? Bitte. Wie könnte ich nicht? Herrgott, wir danken dir für deine Güte und Großmut. Da du unser Hirte bist, fürchten wir kein Unglück, denn deine Heiligkeit ist überall. Vergib diesen Kindern ihre Sünden, denn sie sind Sünder, allesamt Sünder, sonst wären sie nicht hier. Hilf mir, Vater, sie zu besseren Christen zu erziehen. Amen. Amen. Feines Gebet, Mrs. Mann. Ja, das Wirken Gottes ist in allen Dingen. Nehmen Sie etwas Tee. Süß, Mr. Bumble. Süß, wahrhaftig süß, Ma'am. Ich bin ein eifriger Leser der Bibel, Ma'am. Sehr angesprochen hat mich die Stelle, wo die Tiere in die Arche Noah gehen. Und wie das geschah. Sie gingen zu Paaren, Ma'am. Nie allein, sondern zu zweit. Wirklich, ja, das taten sie, so steht es geschrieben. Aus der Geschichte lässt sich für uns eine Lehre ziehen. Eine Lehre, Mr. Bumble? Sie bringt mich zu meiner Frage, Ma'am. Werden Sie die meine? Was meinen Sie damit, Sir? Mein, bis dass der Tod uns scheidet, so sagt man. Sie wollen mich heiraten? Oliver, was machst du denn da? Du hast doch noch Hunger. Zumindest, gütige Lady, seien Sie so freundlich, meinen Antrag zu erwägen. Entschuldigen Sie mich, Sir. Und ihn nicht gleich zurückzuweisen, wenn... Was ist denn? Was soll das?
Nun mal raus damit, Junge. Was hat das zu bedeuten, dass du dich vor mir so aufführst? Bitte, Sir, ich möchte etwas mehr. Was? Bitte, Sir, ein bisschen mehr. Er möchte etwas mehr. Wir geben und geben und ihr nehmt nur dauernd. Jetzt willst du auch noch unverschämt werden. Weißt du, was eine Gesellschaftsordnung ist, Bengel? Die Gesellschaftsordnung? Gesellschaftsordnung? Die Gesellschaftsordnung sagt dir, wo du hingehörst. Sie fängt ganz weit oben an bei ihrer Majestät der Königin und führt nach unten über das Parlament zu mir und zu dir. Du bist ein Habenichts. Für deinesgleichen haben wir die Armengesetze. Sie besagen, dass du einen Napf Abendessen kriegst und nicht mehr. Hast du gehört? Nicht mehr! Entschuldigung, das wusste ich nicht, Sir. Entschuldigung, ich werd's dir zeigen, was... Ich glaube nicht. Er hat für mich gefragt. Dann möge Gottes Zorn auf euch beide herniederfahren. Ihr werdet eingesperrt. Bis morgen früh. Hinunter jetzt. In den Keller für die Nacht. Keine Zeit mehr, vertrödelt Oliver. Ich muss dich abschrubben. So kannst du nicht vor den Gemeinderat treten. Den Gemeinderat, Sir? 9 Jahre alt und weiß gar nichts. Ja, den Gemeinderat. Du sollst in eine Lehre kommen und ein ehrliches Handwerk lernen. Tu genau, was ich dir sage, Junge. Und sprich nur, wenn man dich fragt. Verbeug dich vor dem Rat, Oliver. Bist du der junge Twist? Sag ja, Sir. Ja, Sir. Dir ist doch klar, dass du ein Waisenkind bist. Du bist von der Gemeinde aufgezogen worden. Man hat sich, wie ich sagen darf, die größte Mühe gegeben, herauszufinden, wer dein Vater oder deine Mutter gewesen sein mögen. Es hat auch niemand Anspruch auf dich gestellt. Das weißt du, nicht wahr, Junge? Das weiß ich, Sir. Da du 9 Jahre geworden bist, kannst du dich entscheiden. Entweder lässt du dich in ein Arbeitshaus überführen, oder du wirst Lehrling bei einem Handwerker. Kannst du mir folgen, Junge? In ein Arbeitshaus, Sir? Da wirst du weniger Verständnis und Güte finden als hier. Aber es ist sicher eine gute Schule. Es ist nicht recht, wenn sich Menschen allzu sehr auf den Staat verlassen. Besonders was Wohnen und Unterhalt betrifft. Fürsorge ist eine Sache, große Ansprüche eine andere. Ein Mann muss schon auf seinen eigenen Füßen stehen. Meinst du nicht auch, Twist? Ja, Sir. Also willst du ein Handwerk erlernen? Sag ja, Sir. Ja, Sir. Was ist? Hat sich jemand gemeldet, der den Jungen haben will? Ja, er wartet draußen, Sir. Weshalb stehen Sie dann noch da wie ein Nachtwächter? Rein mit ihm! Mr. Sowerberry? Kennen wir uns nicht? Sowerberry ist der Name, Sir. Leichenbestatter unseres Ortes. Na ja, natürlich. Sie wollen den Burschen? Ja, sicher, Sir. Er kriegt bei mir 3 gute Mahlzeiten pro Tag und einen anständigen Schlafplatz. Die Gemeinde ist bereit, Ihnen 3 Pfund 10 Schilling zu geben, wenn Sie sich seiner annehmen. 5 Pfund? Wie es in Ihrer Bekanntmachung stand. Sonst frisst er mir die Haare vom Kopf. Ich nehme ihn nicht für weniger als 5. 5 Pfund für den Burschen? Ja, sicher, Sir. Na gut. Feuerholz! Kauft Feuerholz! Trockenes Feuerholz!
Ist das der neue Junge aus dem Waisenhaus? Ja. Pass auf, wie Noah die Läden ansetzt. Du wirst es morgen allein machen. Ich bin Mr. Noah Claypole. Und du arbeitest unter mir. Hast du verstanden? Ja, Sir. Und Sie wohnen hier, Mr. Claypole? Nein. Ich habe ein Zuhause. Ich wohne bei Mutter und Vater. Ich bin nicht so ein Findling aus dem Waisenhaus. Also, Findling, setz die Läden an. Schon wieder ein Waisenknabe? Der letzte hat uns eher gestorben, ist fast an den Bettelstab gebracht mit seiner Fresserei. Dieser ist was Besonderes. Du musst ihn dir mal ansehen. Sein Gesicht, es hat so was Schwermütiges, den Ausdruck eines ergriffenen Totenbegleiters. Ich kann mir schon vorstellen, wie er voll Trauer am Grabe stehen wird. Nicht bei allen Beerdigungen, nur wenn Kinder begraben werden. Das ist eine großartige Idee, meine Gute. Ein Leichenbegleiter nach Maß. Das gibt dem Ganzen eine fabelhafte Stimmung. Verzeihen Sie bitte, Sir. Sieh doch, meine Teure. Ich habe morgen zwei Babys zu bestatten. Raus mit dir. Hey, Charlotte. Ja, Mrs. Zeig dem Oliver mal, wo er schläft. Wir werden ja sehen. Na, komm mal mit, Oliver. Du wirst hier in der Werkstatt schlafen. Da unter der Bank ist Bettzeug. Da ist dein Vorgänger gestorben. Also richte dich ein. Ich hole dir inzwischen was von Tripps Abendessen. Glück, Oliver. Kalter Lammhals. Danke sehr, Mom. Ist Mr. Tripp damit auch einverstanden? Das ist doch kein Mann. Das ist ein Hund. Wenn es dir schmeckt, hat er nichts dagegen. Ich arbeite hier. Siehst du das nicht? Tut mir leid, Sir. Ah, dieses skizzierte Gerede ist alles, was du kannst. Hast du eine ruhige Kugel auf den Friedhof geschoben? Nein, Sir. Nein, Sir. Ja, Sir. Ah, bis jetzt bin ich ja immer der Totenbegleiter gewesen. Armnäusler! Hör auf damit! Nur lass den Jungen in Ruhe! Da wäre ich nicht der Erste, der ihn in Ruhe lässt. Wo ist denn dein Vater, mein kleines, feines Herrchen? Ich weiß es nicht. Durchgebrannt hat dich in Ruhe gelassen. Und deine Mama? Sie ist tot. Reden Sie nicht über sie, Sir. Tot? Oh, du meine Güte. Ich nehme an, sie ist mit deinem Vater nicht mal verheiratet gewesen. Weißt du, was du dann bist? Ich sage Ihnen nur, machen Sie Schluss damit. Wovon hat sie denn gelebt? Davon, dass sie sich angeboten und verkauft hat, hä? Ich verstehe Sie nicht. Ich sage, dass deine Mutter eine dreckige Alte... Au! Oliver, was machst du denn, du dummes Kerlchen? Au! Au! Wie schlägst du nicht durch? Ich bin dabei. Merk dir das! Au! Also 3 Uhr am Mittwoch, Madam. Hilfe! Mord! Er ist wahnsinnig geworden! Noah, sieh mich! Er hat reingeschlagen! Lass mich nicht aufhören! Nicht sein! Oh mein Gott, seht, was er getan hat! Geh mich runter! Sie sollen mich loslassen! So, ich werde dich nachher. Sieh dir nur an, was dieses Waisenhaus bald angerichtet hat. Er hat meine Mutter beschimpft! Was er auch gesagt hat, er hat recht. Sie war eine schlechte Frau. Das war sie nicht! Sie lügen! Kleiner Lümmel! Du gehst morgen früh wieder ins Waisenhaus. Hörst du? Ich schicke dich wieder zurück! Ich will nicht zurückgehen.
Vetter, ist was? Ich bitte um Verzeihung. Du hast mir schon seit Ewigkeiten niemand geantwortet. Du siehst aus, als ob du Hunger hättest. Leider habe ich nur noch einen Schilling. Na los, mal sehen, wie weit wir damit kommen. Du willst nach London, was? Hast du da Leute wohnen? Ich will da auf eigene Faust mein Glück versuchen. Also hör mal, Vetter. Ich muss heute auch nach London. Nachts will ich da sein. Und da kenne ich einen feinen alten Gentleman, der gibt dir ganz umsonst Unterkunft. Unterkunft und Essen. Das würde er tun? Ja, wenn ich es ihm sage. Ich heiße Jack. Jack Dawkins. Allen meinen engeren Genossen und Saufkumpanen als der trickreiche Kralle bekannt. Ich bin Oliver Twist. Freut mich. Komm schon, trink aus. Zeit, dass wir losgehen. Na komm, Oliver, nicht müde werden. Es ist nicht mehr weit. Kralle, hier ist Kralle. Ist der Herr Meister heute Nacht da? Er ist in der Stube und kocht da Essen. Dann kommen wir. Hey, was ist denn das? Ihr seid ja zwei. Du warst schon immer ein guter Beobachter, Charlie. Das ist mein lieber neuer Kumpan, Oliver. Hey, hier ist nichts, wovor du dich fürchten müsstest. Komm rein und zeig dich der Familie. Mein Kralle, willst du dich ausruhen? Und wer ist das, den du da mitbringst? Fagin, das ist mein Freund, Oliver Twist. Komm hierher, wo wir dich sehen können. Wir freuen uns, Oliver, dich kennenzulernen. Du scheinst ein ordentlicher junger Mann zu sein. Du machst einen etwas erschöpften Eindruck. Solltest du vielleicht Hunger haben? Ja, Sir. Du kommst im richtigen Moment, wie sich bessere Leute gern ausdrücken. Kralle, servier die Würste. Charlie, Gin und Wasser für unseren lieben jungen Freund. Du sitzt hier, Oliver, zu meiner Rechten.
als unser kleiner Ehrengast. Und sag mal, wie lange bist du eigentlich mit Oliver schon befreundet? Seit dem Frühstück, am späten Vormittag. So lange schon? Na sowas. Vielleicht sollten wir beide uns mal kurz unterhalten. Entschuldige uns, Oliver. Ein Bursche, den du kaum kennst. Wie kannst du den mit herbringen? Ich kann sehen, ob einer was taugt oder nicht. Wie der aussieht, ist das kein Dieb. Kannst du dir das nicht denken? Jetzt kannst du dir nichts denken, Feen. Gerade weil er so aussieht. Überleg mal, der könnte im Dom glatt die Kerzen vom Altar klauen. Na, das ist Bill. Dessen Hochstimmung scheint schwer ein Sitzen zu haben. Ja. Na, Fegen? Da bin ich, Freund. Ah, da bist du, Will, ja. Charlie, hol noch einen Schluck Gin für Mr. Sykes und auch für Nancy. Du siehst ja fabelhaft aus, mein Schatz. Oh, ich weiß genau, wie ich aussehe. Oh, wer ist denn das hier? Dein Name ist Oliver. Ein hübsches Kerlchen. Oh, was hast du für ein liebes Gesicht? Ich glaube, er hat Fieber. Ja, du hast Fieber, du bist krank, mein Junge. Du gehörst ins Bett und das schleunigst. Komm, Kleiner. Geh schon, wir nehmen die Würste mit. Schluss mit dem Blödsinn, Nancy. Ich bin in Geschäften hier. Hast du was für mich, Bill? Keine besondere Beute. Ein Altwagenhändler an der Fulham Road. Aber hol für mich raus, was möglich ist. Du kennst mich doch. Trinken wir einen drauf. Schön warm zugedeckt bleiben. Lieg ganz brav still. Ich schlage die Decken ein. Sie sind furchtbar lieb zu mir, Ma'am. Ach, schlaf jetzt, Kind. Es gibt keine Seele auf der Welt, die nicht von Zeit zu Zeit einmal Wärme braucht. Was ist denn? Du bist ja wach. Was hast du gesehen? Ein glitzerndes Ding. Ich konnte nicht sehen, was es war. Hm. Dann komm jetzt her, wenn du dich kräftig genug fühlst. Ja, es geht schon wieder. Das hier hast du gesehen. Was hältst du davon? Ich finde es wunderschön. Ist es echt? Hm. Interessante Frage. Ist es wertvoll? Hm. In dieser Kassette steckt ein Vermögen. Ich könnte ein Leben im Luxus führen. In einem schönen Haus mit allem, was gut und teuer ist. Aber das hergeben, die Schätze gehen lassen? Nein. Auch wenn es weniger wert wäre, würde ich es nicht eintauschen. Denn es ist kostbarer für mich als... Das ist ein bisschen zu hoch für dich, nicht wahr, mein Kleiner? Da drüben ist Wasser und eine Wanne zum Waschen. Danke, Sir. Wir sind wieder da, Fegen. Ah. Sieh mal, was wir heute geschafft haben. Wir haben dir alle Ehre gemacht. Ja, aber meine Schätzchen, seid ihr heute schon so hart rangegangen? Hart wie Starnägel. Diese geschickten Handwerker, nicht wahr, Oliver? Und eines Tages lehren wir dich vielleicht, wie sie das machen. Wirklich, Sir? Mann, er hat noch keine blasse Ahnung. Er wird's schon lernen. Ja, wir machen ja öfter ein lehrreiches Spiel, Oliver. Vielleicht macht's dir Spaß, pass gut auf. Hm? Tabaksdose? Geldbörse? Taschentuch? So. Krawattennadel. Uhr mit Kette. Das gefällt mir gut. Das würde ich auch gerne mal spielen. Es hat noch gar nicht angefangen. Jetzt geht's los. Ganz ausgezeichnet. Darf ich auch mitspielen, Sir? Ja, natürlich. Und eines Tages darfst du es richtig machen.
Nein, ganz sicher nicht, Sir. Spielen ist etwas anderes, aber stehlen könnte ich nicht. Nicht in Wirklichkeit, das ist unmöglich. Das werden wir ja sehen, mein Kleiner, das kann man nie sagen. Ich hoffe, ich störe gerade nicht, Fagin. Ganz und gar nicht, Mr. Marks. Nein, wirklich nicht. Ein paar Duellpistolen mit silbernen Griffen. Ich habe sie beim Kartenspiel gewonnen. Sie können sie bestimmt gut absetzen. Sie sind wirklich hübsch. Ich schätze, die bringen so um die... Raus jetzt, Jungs. Du auch, Oliver. Die Luft wird dir gut tun. Guten Morgen, Sir. Wen haben wir denn da, Fagin? Einen kleinen Gentleman? Er kommt aus dem Waisenhaus und heißt Oliver. Komm doch mal her, mein Junge. Wie ist dein Nachname? Twist, Sir. Den haben sie mir im Waisenhaus gegeben. Wie ich richtig heiße, weiß ich nicht. Wie alt bist du? 9, Sir. 9. Ist gut, mein Junge, geh. Was wissen Sie von ihm? Woher stammt er? Wieso ist er bei Ihnen? Interessiert er Sie, mein lieber Manx? Schon möglich. Hör auf zu schwatzen, Bumble, komm endlich zur Sache. Natürlich, Mrs. Bumble, meine Teure. Wie ich schon sagte, war ich im Wirtshaus, in Gemeindeangelegenheiten selbstverständlich. Da habe ich gehört, wie dieser Mann nach Oliver gefragt hat. Was genau wollte er denn wissen? Hauptsächlich interessierte ihn, wer seine Mutter war. Ich sagte, dass sie in meiner Gegenwart gestorben ist. Er ließ nicht nach und wollte wissen, was ich über sie weiß. Was hast du gesagt? Nichts, meine Teure, denn was wissen wir denn schon? Er fragte, wer noch in dieser Nacht dabei war. Ich sagte, meine liebe Frau, da drängte er mich, dich zu holen. Das ist alles. Ich bin gespannt, worauf der aus ist. Sir? Na also, da ist der Mrs. Bumble. Madam? Sie haben sich nach der armen Frau erkundigt, die bei uns gestorben ist. Sie sind bis zuletzt bei ihr gewesen. Vielleicht hat sie vor ihrem Tod noch etwas gesagt, was darauf hindeutet, wer sie war. Das mag schon sein. Das war vor 10 Jahren. War sie mit Ihnen verwandt? Das tut ja nichts zur Sache. Aber sie könnte meine Schwester gewesen sein. Sie hat Ihnen aber nicht sehr ähnlich gesehen. Oh, jetzt fällt's mir wieder ein. Sie sagte, kann ich das Kind sehen? Und dann küsste sie es. Mehr hat sie nicht gesagt. Sind Sie sicher? Mhm. Hatte sie nichts bei sich? Einen Ring, einen Anhänger? Etwas, das sie identifizieren könnte? Hören Sie, es ist mir sehr wichtig. Oh, das kann ich mir schon denken, aber sie hatte nichts als ihr zerfetztes Kleid, das arme Ding. Es tut mir wirklich leid. Da, für Ihre Mühe. Nur mein Bruder. Komm, setz dich und nimm dir einen Gin. Verschwende das Zeug nicht an mich. Ja, du siehst aber heute blass aus, mein Schatz. Es ist kalt. Ja, tatsächlich. Also, B. Du hast nach mir geschickt. Ja, Fagin, ganz richtig. Ich habe einen größeren Bruch vor. In Chertsey. Wann? Morgen Nacht. Ich habe da unten ein Haus entdeckt, das mit Tafelsilber vollgestopft ist. Durchs Fenster der Anrichter habe ich's gesehen. Fast mehr, als ich tragen kann. Kannst du es verschaukeln? Glaubst du, das könnte einer am Platz besser als ich? Ich will einen guten Preis, Fagin. Oh, habe ich dich schon mal betrogen? Gnade dir Gott, wenn du es jemals versuchen solltest. Und noch was. Das Haus ist nachts wie ein Kittchen verbarrikadiert, bis auf ein Fenster. Das ist so schmal, dass ich einen deiner Jungs brauche. Die Reichen glauben, kleine Fenster wären sicher genug, nicht wahr? Wie schmal ist es denn? Eine winzige Luke. Ich hab den passenden Jungen. Nicht Oliver. Wieso nicht?
Höchste Zeit, dass er sich nützlich macht. Er ist noch so jung. Sie sind alle jung. Er ist grün hinter den Ohren, Fagin. Sicher, Bill, aber er ist aufgeweckt und schnell, brav und zuverlässig. Vor allen Dingen ist er gehorsam. Es ist nicht recht. Er ist nicht mit den anderen Burschen zu vergleichen. Du hast recht, er ist anders. Aber so wie er ist, ist er für mich nutzlos. Er wird sich nie mit uns arrangieren. Ich muss befürchten, er läuft uns weg. Ich hoffe, er tut es. In London, Nancy? Da wäre er innerhalb einer Woche krepiert. Ich erweise meine Gnade. Wie du mir eine erwiesen hast. Du hast Kleider und Essen von mir gekriegt. Habe ich dir den Gin eingeflößt, dich auf die Straße geschickt? Du hast alles von dir ausgetan, mein Schatz. Gib mir nicht die Schuld. Selbst jetzt noch könntest du hier weggehen und dein Brot mit Bügeln und Nähen verdienen. Nein, jetzt nicht mehr, leider. Das weißt du sehr gut. Es ist zu spät für mich. Also, was willst du? Na, willst du den Burschen nun? Wenn er die Sache versiebt, dann lege ich ihn um. Denk an meine Worte. Ah. Gut, morgen früh hole ich ihn ab. Oliver, ich bin's, mein Kleiner. Steh auf, ich brauch dich. Sieh mal, was ich für dich habe. Neue Stiefel! Neue Stiefel habe ich noch niemals gehabt. Es wird bald hell, zieh sie an. Aber gern, Sir. Sofort, Sir. Hat das zu bedeuten, dass ich von hier fortgehe? Möchtest du es gern? Ich will nicht undankbar sein. Es ist viel besser hier als im Waisenhaus. Aber wenn es Ihnen nichts weiter ausmacht, Sir, ich möchte wirklich kein Dieb werden. Bist du gut dafür, hm? Es ist nur, ich glaube, dass meine Mutter es nicht wünschen würde. Und stehlen ist eine Sünde. Tja, aber dir bleibt ja gar keine Wahl. Das wird dir dein Gott zugute halten. Meine wird es tun. Mr. Sykes kommt dich gleich holen. Mr. Sykes? Mach schnell, das ist er. Sei vorsichtig, Oliver. Sykes ist ein Grobian. Wenn man ihn reizt, weiß er nicht mehr, was er tut. Sag nichts, stell keine Fragen. Tu genau, was er verlangt und dir wird nichts passieren. Widersprichst du ihm? Gott stehe dir bei. Verstehst du mich? Gut, mein Junge. Seht ihn an. Ich muss zu besoffen gewesen sein, mich von dir beschwatzen zu lassen. Er wird den Job für dich machen. Eines Tages wirst du dich davon befreien, Oliver. Keine Sorge. Tu nur alles, was Bill dir sagt, hörst du? Widersprich ihm nicht. Er hat etwas Brot und Käse für dich. Das wird er dir dann geben. Er ist kein böser Mann, Oliver. Er ist... Das reicht jetzt aber. Ich kann mich doch noch von ihm verabschieden, oder? Das Geschmuse nützt nicht bei dem... Nimm die Hand weg, Bill. Die Hand? Die wird's dir gleich zeigen. Siehst du das Würstchen? Wäre nicht das erste Mal, dass die losgeht. Und wenn sie losginge, es würde niemand kommen und nach dir fragen. Hast du verstanden? Mhm. Komm, beeil dich. Ein bisschen flott, Junge. Wir haben einen Tagesmarsch vor uns. Aus, Junge. Jetzt haben wir erstmal nichts zu tun. Als warten, bis es dunkel ist. Komm, hier geht's lang.
Also, jetzt hör mir gut zu, mein Junge. Da ist das Fenster zur Abstellkammer. Wenn ich dir da durchgeholfen habe, dann gehst du zur Küche und sperrst die Tür auf. Diese Tür da. Und wenn du ein Geräusch machst, nur ein einziges Geräusch, bist du bereit? Oh, bitte lassen Sie mich das nicht tun, Mr. Sykes. Bitte nicht. Ich lege die Pistole auf dich an, Börschchen, wenn du nicht tust, was ich sage. Nur keine Tricks jetzt. Und dass du die Familie nicht aufwächst, dann bist du erledigt, das schwöre ich dir. Ich habe ihn getroffen. Ja, wirklich, ich habe ihn niedergeschossen. Mrs. Bedwin! Sehen Sie nur, ich habe ihn unschädlich gemacht. Nehmen Sie die Pistole runter, Mr. Giles, bevor das Ding nochmal losgeht. Es ist ja nur ein kleiner Junge. Ich habe ihn gewiss erschossen. Ist er tot? Ach, ich glaube nicht. Nein, noch nicht. Holen Sie Mr. Brownlow. Schnell, Mann! Mr. Brownlow, Sir. Ich habe einen Schuss gehört. Ja, ganz recht, Sir. Das bin ich gewesen. Es war ein Einbrecher. Ich habe auf ihn geschossen. Onkel George, was ist passiert? Du wartest hier. Ich sehe mal nach. Was ist mit ihm los? Er hat eine Wunde an der Schulter, Sir. Wie es mit ihm steht, kann ich nicht sagen. Wie furchtbar. Der arme Junge. Sir? Ja? Ich gehe und hol den Constable. Nein, der Constable hat bis morgen Zeit. Hol schnell Dr. Losbaum. Ja. Armer kleiner Kerl. Fühlst du dich dazu auch kräftig genug, mein Junge? Er möchte mit Ihnen sprechen. Er ist zwar schwach, aber es ist eine einfache Wunde. Kein Problem, er ist bald wieder auf den Beinen. Junger Mann, das ist Mr. Brownlow und das ist seine Nichte, Miss Mealy. Ich möchte Ihnen danken, Sir. Und Ihnen auch, Ma'am. Sie waren so gut zu mir und haben mir geholfen. Lassen wir es gut sein, junger Mann. Ich hoffe, dass das Bett bequem ist. Es ist ziemlich hoch. Wie ist dein Name? Oliver Twist. Den Namen gab man mir im Waisenhaus. Und wie alt bist du? 9, Madam. Nun denn, jung Oliver, würdest du uns erzählen, was du in der Abstellkammer zu suchen hattest? Und Mr. Sykes rief mir noch zu, die Tür, die Tür. Da ging die Pistole los. Jetzt lassen Sie ihn in Ruhe. Gehen Sie raus. Alle bitte. Ich habe Frühstück für ihn gemacht. Und der Toast und die Eier sollen doch nicht kalt werden. So, mein Junge. Was für ein fürchterliches Leben. Solche Zustände hätte ich nicht für möglich gehalten. Was er alles durchmachen musste. Wie er das nur überlebt hat. Er hat so ein liebes Wesen. Ja, das stimmt. Was fangen wir nun mit ihm an? Sie haben drei Möglichkeiten, meine ich. Sie können ihn ins Arbeitshaus schicken, ihn behalten und wie ihr eigen aufziehen oder ihn der Polizei übergeben. Nein, das nicht. Es ist mir so, als hätte ich dieses Gesicht schon irgendwann mal gesehen. Könnten wir ihn nicht behalten, Onkel? Kann er nicht bei uns wohnen? Möchtest du das gern? Ich würde mich schrecklich gern um ihn kümmern. Ich wäre für ihn da. Er würde niemand anderen belasten. Ach, Onkel, bitte.
Ich verstehe, was du für ihn fühlst. Aber es ist eine schwerwiegende Entscheidung. Was? Du hast ihn nicht zurückgebracht? Pass auf, wie du mit mir sprichst, alter Mann. Schon gut, du hast ja eine aufregende Nacht erlebt, lieber Bill. Aber sag mal, was ist denn nun mit unserem Oliver geschehen? Zuerst ging alles gut, bis er in dem Abstellraum war. Dann kam plötzlich ein Kerl mit einer Knarre und schoss auf ihn. Ist er tot? Hätte ich da bleiben und nachsehen sollen? Du blöder Kerl. Von dir lasse ich mich nicht beleidigen, du fettes, altes Schwein. Was hast du nur in deinem Schädel, Bill? Wenn der Bursche noch lebt, dann wird er uns todsicher verpfeifen. Ist dir das klar? Na, wird. Kalle, Charlie, packt eure Sachen zusammen. Nehmt alles. Das ganze Zeug. Na los. Du hast genug gesoffen. Das schöne Silberfägen. Kein Stück. Habe ich davon. Oliver! Oliver! Die habe ich für Sie mitgebracht, Mrs. Bedwin. Oh, vielen Dank, Oliver. Ich habe nur ein paar gepflückt, Sir. Man sieht's gar nicht. Ist schon in Ordnung, mein Lieber. Komm doch mal her. Ja, Sir? Wir müssen bald mal über deine Zukunft sprechen. Du wirst zur Schule gehen. Und muss ich dann hier wieder weg, Sir? Nein, vorläufig nicht. Ich hab's nicht eilig, dich loszuwerden. Oliver? Zeit für deinen Unterricht. Lauf schon. Ich habe ihn schon vom ersten Moment an gern gehabt. Irgendwas an seinem Gesicht. Er sieht der Lady auf dem Bild da drüben ähnlich. Finden Sie nicht auch, Sir? Ja, das finde ich auch. Ich habe mir schon Gedanken darüber gemacht. Sehr oft sogar. Und nun wirst du einige mathematische Aufgaben lösen, damit ich sehe, ob du schon etwas gelernt hast. Ich gebe dir 5 Minuten. Ich hole nur mein Hähzeug und bin gleich wieder bei dir. Was ist denn passiert, mein Junge? Sie haben zum Fenster reingeguckt. Wer denn? Fegin und ein Mann, der mal in seinem Haus war. Oh, Tut mir leid, dass ich so geschrien habe, Sir. Da draußen ist niemand zu sehen. Wie Sie mich angesehen haben. Besonders dieser andere Mann mit dem Muttermal. Was hat er gehabt? Ein Muttermal. Genau hier. Erzähl mir von diesem Mann. Ich weiß nicht viel von ihm. Ich krieg's nur mit der Angst, wenn er mich ansieht. Er ist gut angezogen und redet wie ein Gentleman. Lasst uns erstmal in Ruhe unseren Tee einnehmen. Was meint ihr? Geht ihr schon voran? Rose und ich kommen gleich nach. Komm, Oliver. Rose, ich fürchte, ich muss wegen dieser Sache nach London fahren. Ich kann euch aber unmöglich mit dem Jungen hier allein lassen, solange die Kerle auf freiem Fuß sind. Haben wir etwas von ihnen zu fürchten? Oliver, ja. Auf ihn haben sie es abgesehen. Wenn mich nicht alles täuscht. Trinken wir erstmal Tee, dann wird gepackt. Wir haben ihn erstmal gefunden. Das genügt vorerst. Der Bursche muss einfach verschwinden. Wissen Sie? Wie durch einen Unfall. Erst wenn Sie wieder in der Stadt sind, das ist klar. Wenn er irgendwann das Haus verlässt, verirrt er sich und kommt nicht mehr zurück. Das wär's dann gewesen. Warum soll er unbedingt verschwinden, der Kleine? Er hat Glück gehabt, lassen wir es ihm doch. Tja, warum nicht? Was weiß er denn? Was könnte er verraten? Ich bin umgezogen, bin sicher vor ihm. Das bin ich nicht. Was hätten Sie schon von ihm zu fürchten? Das geht Sie gar nichts an. Ihr Viertel hier gefällt mir nicht. Ist wohl nicht fein genug für Sie. Ganz recht. Thank you.
Zukunft gehen wir beide getrennte Wege. Das gehen wir nicht. Fagin! Fagin, es ist alles aus. Weißt du, was passiert ist? Krall ist von der Polizei geschnappt worden. Was? Was sagst du da? Sie haben ihn geschnappt, Fagin. Ihn erwischt, als er eine Brieftasche geklaut hat. Ich hab's gesehen. Sie haben ihn ins Kittchen gesteckt. Wie konnte ihm das passieren? Es ging ganz überraschend. Morgen kommt er vor den Richter. Sie werden ihn deportieren, glaubst du nicht? Schicken Sie ihn nach Australien? Wenn er Glück hat. Und das alles wegen einer Brieftasche. Das ist nicht recht. Ich werde ihn schwer vermissen. Er ist der Beste unter meinen Schülern. So ein Talent, Charlie. Solche Intelligenz. Kralle ist ganz große Klasse. Ich gehe hin. Ich muss dabei sein, wenn Sie ihn verknappen. Ich will dich nicht auch noch verlieren. Ist mir alles egal. Ich gehe hin. Er wird stolz in der Anklagebank stehen. Ganz gewiss. Und wird sie alle fix und fertig machen. Die Kinder aus dem Saal! Rück den Nächsten vor. Muss man hier immer so lange warten? Hüte deine Zunge, Jüngelchen! Ich bin englischer Bürger, wie die anderen. Wo bleiben eigentlich meine Rechte? Ja, ich werde dir bald dazu verhelfen. Was hat er verbrochen? Eine Brieftasche gestohlen, euer Ehren. Ist er schon mal hier gewesen? Nein, aber fällig ist er schon lange. Das ist Verleumdung in Einheit mit Rufmord und übler Nachrede. Gibt es Augenzeugen des Verbrechens? Ja, Sir. Ich habe gesehen, wie er die Brieftasche gestohlen hat. Sehen Sie seine verschlagene Fratze mal an. Der würde einem Toten die Unterhose stehlen. Sehr richtig. Ja, genau so sieht er aus. Also das verbitten wir uns, du ungezogener Vagabund. Hast du vor dem Urteilsspruch noch etwas zu sagen? Nein, nicht hier. Denn dieses Gericht kennt keine Gerechtigkeit. Und da mein Anwalt gerade sein Frühstück im Parlament einnimmt, kann auch er nicht für mich sprechen. Merkt ihn vor zur Deportation! Sie halten sich für einen Richter? Sie werden erleben, was der Innenminister dazu zu sagen hat. Führt ihn ab! Ich sage Ihnen, Sie hören noch von mir! Geh weg, du Dreckstück! Damit will ich nichts zu tun haben. Der Junge bedeutet Ihnen doch nichts. Niemand wird ihn vermissen. Sie sind der Gentleman. Also tun Sie es. Ich bin kein Mörder. Das sag ich ja nicht. Aber in Ihren Kreisen gibt es doch sicher jemand, der für den Job zu haben ist. Die Sache ist mir 500 Pfund wert, Fagin. 500? Ein Vermögen. Wie kommt es, dass Ihnen Oliver so viel wert ist? Der Bastard ist meines Vaters Sohn, mein Halbbruder. Ich kann keine Beweise für seine Ansprüche finden. Wenn sie auftauchen, bin ich erledigt. Es geht um meine Existenz. Und Brownlow hat Wind davon gekriegt. Er zieht Erkundigungen über mich ein. Deshalb ist er in die Stadt gekommen. Er logiert im Hotel Wyndham mit seiner Nichte und Oliver. Sag deinem Mann, dass er ihm vor dem Hotel auflauern muss. Wer ist denn da? Es ist Nancy. Ekelhaftes Ding. Nancy. Besorg mir einen Mörder, alter Mann. 500 Pfund. Schlaf dich mal aus.
mache ich jetzt nur. Miss, Gott sei mit Ihnen, Miss. Hey, Mädchen, was hast du hier verloren? Verzeihung, Sir, aber hier wohnt die Nichte von Mr. Brownlow. Die muss ich sprechen, Sir. Raus mit ihr, du bist hier nicht erwünscht. Verschwinde! Das ist dringend, Sir. Bitte, ich kann ihr ja was aufschreiben. Das macht doch nichts, da können Sie doch ein Auge zudrücken, oder? Kann hier jemand die Nachricht bringen? Hast du mir das geschickt? Was meinst du damit? Wer bist du? Ich bin Nancy, Miss. Du bist Nancy? Oliver hat so oft von dir gesprochen. Er schläft. Ich hole ihn sofort. Nein, ich habe nicht so viel Zeit. Ich durfte gar nicht hier sein, Miss. Ich riskiere meinen Kopf, wenn Sie es wissen. Kennen Sie einen Mann namens Monks? Nein. Nein, bestimmt nicht. Das ist vielleicht ein falscher Name. Aber er kennt Sie. Und Fagin kennt er auch. Ich habe die beiden heute Nacht belauscht. Dieser Monks hat gesagt, Oliver wäre sein Bruder. Nein. Sein Halbbruder. Was? Ja, sein Halbbruder. Und dann hörte ich, wie er Fagin... Oh, Miss, er bot Fagin 500 Pfund für einen Mann, der Oliver umbringt. Oh nein. Hören Sie gut zu, denn das wollte ich Ihnen nur sagen. Lassen Sie Oliver nicht allein ausgehen. Lassen Sie ihn niemals aus den Augen, denn darauf warten die nur, wissen Sie? Sie müssen ihn gut bewachen. Verstehen Sie? Ja, ich verstehe. Ich gehe besser, ehe man mich vermisst. Du kannst doch jetzt nicht einfach weggehen. Wo ist dieser Fagin? Das kann ich nicht sagen. Ich sage kein Wort weiter, denn mein Freund gehört zu diesen Männern. Ich darf sie nicht verraten. Er ist ein grober Klotz und behandelt mich oft schlecht. Aber ich wünsche ihm nicht, dass sie ihn hängen für all das, was er getan hat. Ich würde lieber selber sterben, ehe ich ihn an den Galgen bringe. Das verstehe ich. Nancy, mein Onkel muss bald wieder hier sein. Er wird wissen, was zu tun ist. Vielleicht muss er von dir noch etwas wissen. Kann er dich irgendwo treffen? Oh mein Gott, ich weiß nicht. Wenn die dahinter kommen, töten sie mich. Ich kann nicht schlafen, Miss Rose. Nancy, du? Oliver! Ist das schön, Nancy? Ich hab dich so vermisst. Das freut mich. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht und ob auch gut für dich gesorgt wird. Lass dich ansehen. Fein siehst du aus. Nur dein Haar könnte mal geschnitten werden. Ja, wirklich. Du bleibst doch ein bisschen hier, nicht? Tut mir leid, Oliver. Heute geht's nicht. Nein? Du gehörst ins Bett, Liebling. Aber ich hab dir furchtbar viel zu erzählen. Erzähl mir später, wenn ich wiederkomme. Na, geh schon. Gute Nacht, Nancy. St. Margaret's Dock. London Bridge. Kennen Sie sich da aus? Morgen Nacht. 11 Uhr. Ich werde da sein. Friss, Junge. Schnapp. Trinkst du gar nicht, Schmuckstück? Hältst du nicht mit mir mit heute Nacht? Doch, aber ja, mein Liebling. Ich bin schon genauso beschwipst wie du. Ich bin voll wie ein Fass. Wie spät ist es? Wieso interessiert dich das? Weil ich so müde bin, deshalb. 10 vorbei, Schatz. Schenk mir einen. Wir machen durch. When that fortune brings.
I feel my heart is sinking. I find relief from my grave. Trinken, trinken. Hier, mein Schatz. Trink aus, trink aus. Charlie, wollten wir für euch. Bleibt alle hier, ich bin nicht lange weg. Wer ist denn das jetzt? Ich bin's nur, Bill. Es ist Fagin. Na, dann geh doch schon, geh. Lass die alte Ratte reinkommen. Wie geht's euch? Wir wollen zu Bett gehen. Was willst du? Nichts Besonderes. Nur den Herrn des Hauses sprechen. Ich habe was Geschäftiges mit dir zu besprechen. Ja, ein Job? Für mich? Für dich oder jemand anders? Ich habe es noch nicht entschieden. Geht aber um eine große Sache. Zu verdienen sind dabei 50 Pfund. Es gibt nur einen Job, der so viel Geld wert ist. Wie recht du hast, Bill. Wen und wann? Es ist vertraulich, weißt du. Nur für deine Ohren bestimmt. Nancy können wir absolut vertrauen. Sag mir nur wen. Ja, ich sag dir kein Wort mehr. Du bist zu betrunken. Wie hältst du es nur aus, mit ihm zu leben, mit diesem Schwein? Was sagst du da, du Dreckiger? Da liegt er dann, Bill. Scher dich jetzt raus, ja? Scher dich raus! Was? Wieso hast du es so eilig, mein Schatz? Hau ab, oder ich hetze den Hund auf dich! Ich bleibe nicht länger, als ich willkommen bin. Ich wünsche angenehme Träume. Irgendwas. Wenn Nancy rauskommt, dann folgst du ihr, hast du verstanden? Lass dich nicht von ihr sehen, sei vorsichtig. Kommt, Jungs.
Warum hast du uns so weit heruntergeführt, mein Kind? Warum hierher? Tut mir leid, Sir, aber ich bin halb wahnsinnig vor Angst, wenn Fagin das rauskriegt. Oder Bill. Also, hör zu. Rose hat mir alles berichtet. Und Oliver ist in Sicherheit. Dafür danke ich dir. Aber ich muss mehr haben. Ich muss diesen Monks fassen. Und Fagin auch. Sie wollen, dass ich Monks und Fagin verrate? Ja, mein Kind, genau das. So etwas könnte ich Fagin nie antun. Aha. Na ja, er hat früher schräge Sachen gemacht, das habe ich auch. Und mich hat niemand verraten. Aber Monks, den können Sie kriegen. Der geht mich nichts an. Ich bin ihm nicht schuldig. Also hören Sie, ich weiß eigentlich gar nichts weiter über ihn. Weder wo er wohnt, noch sonst was. Aber wenn er in unser Viertel kommt, um mit unseren Leuten zu sprechen, dann sitzt er meistens in einer Kneipe am Bristol Lane. Sie heißt die Drei Krüppel. Und kommt er dann oft hierher? Das lässt sich nicht sagen, Sir. Aber kommen tut er sicher. Ich bin schon viel zu lange hier. Ich muss gehen. Warte noch einen Moment, mein Kind. Gibt es nicht irgendetwas, was wir für dich tun können? Nein, nichts, Sir. Gar nichts. Nimm wenigstens das. Nein, Ma'am. Dankeschön. Ich habe es nicht für Geld getan. Es ging mir dabei nur darum, dass Oliver nicht mehr in Lebensgefahr ist. Vielleicht können Sie ihm einmal sagen, dass Nancy... Naja, warum eigentlich? Gott sei mit Ihnen. Gute Nacht. Mein Junge? Na, du bist ja ziemlich lange unterwegs gewesen. Hm? Wo ist sie denn hingegangen? Ich weiß nicht, ich habe sie verloren. Hast du verloren, tatsächlich? Mhm. Das ist ein Pech. Komm, setz dich ans Feuer. Hast du Hunger? Ich könnte ein bisschen was vertragen. Na ja, kein Wunder. Na, ist kalt geworden. Na, macht nichts, wärmen wir es wieder auf. Wo hast du sie denn verloren? Hier im Viertel oder anderswo? Oh, weißt du, es ist eben schief gegangen. Bis Holborn konnte ich ihr folgen, doch da hat sie sich dauernd umgesehen. So, als ob sie verfolgt würde. Ich dachte, sie hätte mich gesehen. Naja, da bin ich weiter zurückgeblieben und da was passiert. Du lügst, Charlie. Nein, tue ich nicht. Je mehr du lügst, umso schlimmer für Nancy. Raus damit jetzt, wo ist sie hingegangen? St. Margaret's Dock. Wen hat sie da getroffen? Rede, Junge. Ein grauhaariger Gentleman war es. Und dann noch eine junge Lady. Sie waren wohl Freunde von Oliver. Sie hat nichts von uns erzählt. Hat dich nicht verpfiffen, Fagin. Glaub mir. Sie hat gesagt, wir wären Freunde von ihr. Sie hat ihr Leben riskiert, um denen nichts zu sagen. Charlie, hältst du mich für blöde? Es ging nur um Monks. Sie sagte, sie würden ihn in den Krüppeln finden, denn da wäre er oft. Was hat sie gesagt? Das war alles, was sie gesagt hat. Ich schwöre es, Fagin. Fagin? Fagin! Nimm deine Würste und geh zu Bett. Bill? Nein, ich bin's. Was soll denn das? Was hast du hier zu suchen? Wo ist Bill? Geh runter in die Drei Krüppel, wenn du ihn sprechen willst. Da füllt er sich den Bauch mit Bier. Vielleicht gehe ich später noch runter. Darf ich mich setzen? Von mir aus kannst du dich auch auf den Fußboden legen. Du bist heute aber schlechter Stimmung, Nancy. Na, was denkst du? Aufzuwachen und dich zu sehen, schlägt mir auf den Magen. Also, ich muss jetzt aufstehen, etwas aufräumen und Bills Frühstück machen. Also, wenn du etwas auf dem Herzen hast, dann bring's hinter dich. Es fällt mir nicht leicht, Nan. Ich kenne dich fast, solange du lebst. Darauf kannst du nicht stolz sein. Also, was ist? Ich habe in den vielen Jahren, soweit ich mich erinnere, nie jemand verraten. Nicht dich, nicht Bill, keinen Menschen. Das ist kein besonderes Verdienst. Das habe ich auch nicht. Das habe ich nie getan. St. Margaret's Dock, gestern Nacht. Leugne es nicht, ich weiß es. Zugegeben. Ich habe Monks verraten. Na und? Er bedeutet mir nichts. Meinst du mir? Aber wenn sie ihn kriegen, können die Fäden zu uns führen.
Ja, meinst du... Meinst du, ich hätte Bill in Gefahr gebracht? Oh Gott, das wollte ich doch nicht. Das wolltest du nicht. Wen hast du noch verraten? Wen? Nur morgens, das schwöre ich. Ich glaube dir nicht. Ich schwöre es bei meiner hast Seele. Hast du ihm gesagt, wo ich zu finden Nein. bin? Nein. Hast du? Nein. Lüg mir nicht ich an. Ich habe morgens verraten, um den Jungen vor ihm zu retten. Das ist alles. Was hast du gesagt? Was ist mit Monks? Ich habe nichts Böses gewollt, Bill, ehrlich. Was hast du angerichtet? Ich habe ihn angegeben. Ich habe gesagt, wo man ihn finden kann. Weiter nichts. Ich habe nichts weiter gesagt, wirklich. Wenn es Monks erwischt, erwischt es uns alle. Du hast mir was ins Bier getan gestern Nacht. Du hast dich gegen mich gestellt. Das hast Nein, du getan. Niemals. Ich kann dir jetzt nicht mehr trauen. So zärtlich, wie du heute Morgen warst. All deine Küsse. Hier werde ich zeigen. Fragst du mich nicht an? Jetzt soll ich dir sicher sein. Wir gehen aus dem Weg. Aus! Bill, sieh mich doch bitte nicht so an. Steh auf. Auf mit dir! Möchtest du dein Frühstück? Es dauert keine Minute. Niemand stellt sich gegen mich, hast du gehört? Das habe ich nie getan, Bill. Ich liebe dich doch. Ich habe immer zu dir gehalten, bei meiner Ehre. Bei deiner Ehre. Deiner Ehre. Bitte, Bill, tu mir nicht weh. Ach, tu mir nichts, ich hätte dich verlassen können. Aber ich bin wiedergekommen. Sie wollten mich in Sicherheit bringen, aber ich gehöre doch zu dir, Bill. Du bist mein Leben. Ich kann nicht sehen. Ich hab dir doch nie Schaden zugefügt. Schmerzen. Bill, bist du das, mein Liebster? Ach, mein Bill. Mein Junge, wenn du am Leben bleiben willst, sie werden dich jetzt überall suchen, weißt du? Sie kennen meinen Hut. Also werde ich ihn wegwerfen. Und sie wissen es. Wissen von dir. Sicher wissen sie von dir. Na, komm her. Sei ein braver Junge. Komm her. Ich sage dir, komm her! Komm zu mir her, du blöder Hund! Wenn du denkst, du kannst nach London ausreißen, dann hast du dich geirrt! Brutaler Mord! Nicht ihn mit Keule erschlagen! Brutaler Mord! Der erste Bericht! Sie kommen, Fagin! Wer kommt, Charlie? Eine ganze Menge Leute und Polizisten sind auch dabei. Gut, mein Junge. Habt jetzt keine Angst. Sie wollen sicher nur mit Nancys Freunden sprechen. Vielleicht nehmen Sie mich zum Verhör mit. Bis ich wieder hier bin, seid ihr auf euch gestellt. Ihr wisst ja wo. Also ab mit euch, Jungs. Legt euch schlafen.
Sofort! Ja, Constable. Was kann ich für Sie tun? Sie sind Fagin, richtig? Richtig. Kommen Sie mit. Das ist Fagin! Du schmutziger Jude! Er nennt mich so. Ich nenne dich so! Hier, soll ich die andere Wange auch noch hinhalten? Ja, du Halunke! Ich kenne eure Gesichter. Ich kenne sie nur allzu gut. Wenn ihr Geld braucht, bin ich der schlaue Jude. Wenn ihr Rat braucht, bin ich der weise Jude. Und braucht ihr meine Hilfe, bin ich der gütige Jude. So, nun könnt ihr alle zur Hölle fahren. Ihr kotzt mich an. Immer weg mit Schaden. Ja, bitte. Danke, Charles. Das wäre alles. Mr. Brownlow. Mr. Edward Leaford, wie ich annehme. Mein Name ist Monks, Sir. Was fällt Ihnen ein, mich von Ihren Domestiken hierher bringen zu lassen? Ich wollte mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Wenn Ihnen das nicht recht ist, werde ich die Polizei verständigen. Was hätte die Polizei damit zu tun? Es geht um etwas, das Sie interessieren sollte. Mein Name sagt Ihnen nichts, wie? Brownlow? Nein. Überhaupt nichts, tut mir leid. Ich war ein guter Freund Ihres Vaters, Philip Leaford. Wie Sie wissen, war seine Ehe sehr unglücklich. Als er sich von ihrer Mutter getrennt hatte, ließ er sich auf dem Lande nieder, wo er ein Mädchen kennenlernte, in das er sich verliebte. Eine überaus romantische Geschichte, muss ich sagen. Ich wünschte, sie wär's. Ihr Name war Agnes Fleming. Er hat ihr Vertrauen schändlich missbraucht und verschwieg ihr, dass er noch verheiratet war. Ja, selbst als ihr Vater sich plötzlich entschlossen hatte, nach London zu fahren, um ihre Mutter um die Scheidung zu bitten, hat er Agnes noch immer nichts gesagt. Ja, ich sehe schon kommen. Jetzt sagen Sie noch, dass sie von ihm ein Kind erwartet hat. Er hat es nie erfahren. Am Tag seiner Ankunft hat er sie zu sich gerufen und sie von seinen Plänen unterrichtet. Er hatte ein Porträt bei sich, das er von Agnes gemalt hatte. Ich schätze, dass Sie es gesehen haben und als Ihnen kürzlich Oliver begegnete, einen Zusammenhang vermuteten und ihm nachgingen. Sie halten mich wohl für einen gerissenen Burschen. Das sind Sie auch. Am nächsten Tag hat mich Philipp, Ihr Vater, noch einmal besucht. Er wollte in den Süden fahren. Er sagte mir, er fühle, dass er bald sterben würde. Er ließ das Porträt bei mir. Und sein Testament. Ich habe es. Er hinterließ etwas ihrer Mutter und alles andere Agnes Fleming. Oh. Hat sie nicht ihre Erbschaft erhalten? Nein. Sie erhielten sie nach dem Tod ihrer Mutter. Leider habe ich Agnes nie gefunden. Sie hielt sich für verstoßen und verlassen. Und in Scham und Verzweiflung lief sie davon und verschwand, aber wir beide wissen, dass sie nach der Entbindung gestorben ist. Ist das alles, Sir? Darf ich jetzt gehen? Nein, noch nicht. Kommt herein, meine Lieben. Das ist der Mann. Offenbar glaubt er, mich schon gesehen zu haben. Tue ich auch, Sir. Erst bei Fagin und das andere Mal, als Sie zum Fenster reinguckten. Selbst wenn ich's gewesen wäre. Seit wann ist es ein Verbrechen, zu Fenstern reinzugucken? Das nicht. Aber einen Mord zu planen ist eins. Das ist ja Unsinn. Warum hätte ich das tun sollen? Weil Sie geerbt haben, was Oliver gehört. Für den Plan suchten Sie, Fagin zu gewinnen. Sie wurden dabei von dem Mädchen, das man ermordet hat, belauscht. Was gilt die Geschichte einer toten Hure? Die wird Sie vor Gericht nicht weit bringen. Und noch etwas.
worauf mein Anwalt mit Vergnügen hinweisen wird. Sie können mich mit dem Jungen nicht in Verbindung bringen, da Sie gar nicht wissen, wer er ist. Es gibt keinen Beweis für seine Identität. Danach haben Sie ja gefahndet, nicht wahr? Sie würden ihn jetzt ausspielen, wenn Sie ihn hätten. Mr. Brownlow, Sie haben mich hier einer ganz unglaublichen Behandlung unterzogen. Haben mich gewaltsam herbringen lassen, mich beleidigt und mich schwerer Verbrechen beschuldigt, ohne einen Beweis zu haben. Für mich stellt sich jetzt die Frage, ob ich Sie nicht vor Gericht bringen soll. Vielleicht finde ich den Beweis bald. Guten Tag. Mein Gott, pass auf, der Hund ist hier. Sykes kommt. Steht auf und versteckt euch. Er tötet euch, wenn er euch sieht. Er ist verrückt. Ich komme gleich wieder. Ich gehe zur Polizei. Du bist der Beste, den es gibt, Junge. Du bist der Beste. Ist da wer? Ist hier oben jemand? Komm aus deinem Versteck. Komm, oder ich hole dich. Warum siehst du mich so an? Was fürchtest du? Es klebt kein Blut an mir. Kein Blut. Schluss damit. Schluss damit, oder ich mache wirklich Schluss mit dir. Finger, Oliver, ich hätte dich nicht mitnehmen sollen. Ich muss zu ihm, Sir. Was hast du mit ihm zu tun? Es wird ein bedrückendes Erlebnis sein. Keine Sorge, ich werde es überstehen, Sir. Du bist ein eigenwilliger Bursche. Also gehen wir. Sie können sich so viel Zeit lassen, wie Sie wollen, Sir. Der da läuft uns nicht weg. Mein Name ist Brownlow. Ich kenne Sie nicht. Ich möchte mit Ihnen über einen Mann sprechen, der sich Monks nennt. Der Name sagt mir nichts.
Warum müssen Sie jetzt noch lügen? Großer Gott, Sie werden sterben, Mann. Das wissen Sie doch nicht, wahr? Müssen wir das nicht alle? Der Sensenmann spart keinen von uns aus. Er kommt, Sie können sich offen lassen. Ich bitte Sie, mir zu sagen, was Sie wissen. Einer von Ihren Jungs war Oliver, ein Halbbruder von diesem Manx. Das hat Ihnen Manx selbst erzählt. Würden Sie das bezeugen? Vor Gericht darüber aussagen? Ich habe vor Gericht ausgesagt. Sie haben mich verhöhnt. Keiner, der was anderes als Abscheu vor mir hatte, das stand in Ihren Augen. Wen haben Sie mitgebracht, mich zu besuchen? Du, komm her zu mir. Ich bin es, Sir. Es ist Kralle. Es ist mein Kralle, der aus Australien gekommen ist, um mich zu besuchen. Wie hast du denn das gemacht? Wie bist du ihn entwischt? Warst so klug für sie, möchte ich wetten. Ja, du warst schon immer der Schlauste. So, nun erzähl mir, wie es dir ergangen ist. Ich habe inzwischen schlimme Zeiten erlebt, seit du weg bist. Und weißt du, am Freitag werden sie mich tatsächlich hängen. Du kommst, hm? Ich werde für dich eine tapfere Schau machen. Es ist ein bitteres Leben, mein Junge. Die Welt ist voll von bösen Menschen. Aber der Haken dabei ist, dass ein paar teuer bezahlen müssen für das, was sie tun. Und andere überhaupt nichts. Nancy. Nancy ist tot, weißt du. Das verfolgt mich. Bill hat's auch erwischt. Aber keine Tränen um ihn. Ich habe Pläne für uns, mein Kralle. Große Pläne. Wir werden zusammen ausreißen, du und ich. Ach, du bist nicht mein Kralle. Ja, es ist Oliver. Ja, natürlich. Was habe ich nur gedacht? Und sieh dich einer an. Na ja, du warst ja schon immer der perfekte kleine Gentleman. Sie werden uns helfen, nicht wahr? Wenn Ihnen an Oliver etwas liegt, müssen Sie uns helfen, mit Manx fertig zu werden. Ich wüsste nicht, wie. Es muss irgendwo Beweise für seine Verwandtschaft mit Oliver geben. Davon bin ich überzeugt. Sollte es welche geben, finden Sie sie vielleicht im Waisenhaus. Manx ist schon da gewesen, das weiß ich. Und wenn das hilft, dass er hier mein Nachfolger wird, sei Gott mit Ihnen. Möge er Ihnen mit Gnade lohnen, dass Sie so gut sind, uns zu helfen. Es ist nicht Güte, es ist Vergeltung. Gestatten Sie mir ein Wort mit Oliver, ehe Sie gehen. Natürlich. Wenn Sie es wünschen, wir gehen. Du weißt, ich habe doch noch meine kleine Schmuckkassette. Sie ist im alten Haus. Möchtest du sie haben? Hol sie trotzdem, verkauf die Sachen und kauf einen Grabstein für mich. Ja, Sir. Danke, Junge. Wir haben nur noch eine letzte Frage. Warum bist du hergekommen? Ich wollte Ihnen Lebewohl sagen. Ja, das ist ein guter Grund, weiß Gott. Geh jetzt, mein Junge. Also, was ist, Sir? Kommen Sie raus, kommen Sie raus. Einfach lächerlich, mich hierher zu bringen. Selbst jetzt haben Sie nichts weiter zu sagen als das? Nein, nichts. Das werden wir ja sehen. Nun, Erik, was sitzt du hier rum, statt Staub zu wischen und die Betten zu machen?
Ja, natürlich. Wie du meinst, mein Schatz. Na sowas? Wer kann das sein? Sieh schon nach. Sofort, meine Liebe. Ja, Sir? Mr. Bumble? Mhm. Ist Ihre Frau daheim? Ich habe in einer wichtigen Angelegenheit mit Ihnen beiden zu reden. Es geht um eine ernste Sache. Wer sind Sie? Wie kommen Sie dazu, so mit uns zu reden? Einen Moment, Madam. Das ist ja der kleine Oliver. Ich habe den Burschen gern gehabt wie einen eigenen Sohn. Sparen Sie sich Ihre Worte. Ich weiß, wie Sie ihn behandelt haben. Nun denn. Sir, Madam, Mr. Edward Leaford. Kennen Sie diesen Mann? Ja, ich habe ihn noch nie im Leben gesehen. Sie sind offenbar verschiedener Meinung. Das ist ein Irrtum. Es gibt nur eine Meinung hier im Haus. Aber natürlich, mein Schatz. Er kam hier nur bekannt vor. Das ist alles. Lassen wir das. Madam, waren Sie dabei, als Oliver in jener Nacht geboren wurde? Ja, sicher, Sir. Wir waren beide dabei, als der Junge das Licht der Welt erblickte. Seinen Namen hat er von mir. Können Sie sich vielleicht erinnern, ob seine Mutter etwas gesagt hat, woraus man schließen kann, woher sie kam oder wer sie war? Hatte sie etwas bei sich? Ein Bündel? Irgendein Schmuckstück oder etwas anderes? Merkwürdig, dass sie gar nichts bei sich gehabt haben soll. Nun, vielleicht hat sie es verkauft, um zu überleben. Oder sie hat es mit ins Grab genommen. Aber vielleicht haben sie es auch an diesen Mann verkauft. Das hätte ich nie getan. Und weshalb nicht? Sie denken, Sie können mich überlisten, wie? Aber dazu bin ich zu schlau. Als der da das Medaillon kaufen wollte, habe ich ihn abfahren lassen, weil... Na, weil ich kann doch nicht verkaufen, was gar nicht existiert, oder? Dann haben Sie bestimmt nichts dagegen, dass wir uns umsehen. Bei uns umsehen? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Nun gut, das können Sie uns natürlich verweigern. Dann müssen wir eben die Polizei rufen. Oh nein! Ihr wartet hier. Es dauert nicht lange. Warten Sie, Sir. Ich glaube, es fällt mir wieder ein. Ich sehe Sie jetzt klar wie damals. Ein Gesicht wie ein Engel, Sir. Sie sah mich an. Und kurz vor ihrem Tode sagte sie... Sie sagte... Ma'am, Sie waren so gütig zu mir. Ich trage hier ein Medaillon am Herzen. Nehmen Sie es. Bitte sagen Sie nicht nein. Und behalten Sie es stets bei sich. Das tat ich auch, Sir. Ich habe Ihren letzten Wunsch erfüllt. Meiner geliebten Agnes, in nie endender Liebe. Philip. Sie Wahnsinnige! Ich habe Ihnen gutes Geld dafür geboten. Mr. Leaford, Ihnen blühen ein paar harte Jahre im Gefängnis. Und was Sie beide angeht, werde ich dafür sorgen, dass Sie Ihre Stellung hier verlieren. Das ist das Mindeste, was Sie verdienen. Warum ich? Diese Frau hier zu feuern, ist nicht mehr als fair, aber ich hatte nichts damit zu tun. Das entschuldigt Sie nicht. Nach dem Gesetz sind Sie genauso schuldig wie Sie. Ein Gericht müsste annehmen, dass Ihre Frau so gehandelt hat, wie Sie sie angewiesen haben. Wer das annehmen würde, Sir, der kennt die Ehe nicht, der wäre ein Esel. Und wenn das ein Gesetz ist, dann muss es ein Junggeselle gemacht haben. Das mag sehr wohl so sein. Nun entschuldigen Sie mich bitte, ich schicke den Kutscher nach der Polizei. Hier sind wir fertig. Du wirst dieses schreckliche Haus nie wieder sehen müssen. Du hast einen Vater und eine Mutter. Nun bist du kein Findling mehr. Du hast einen Namen.